Und der erste Vortrag ist jetzt von Per Georgi über Obico, the Open Bicycle Computer. Ja, herzlich willkommen. Achso, okay. Herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass es wirklich welche geschafft haben, zu der frühen Stunde zu erscheinen. Also es geht um den Open Bicycle Computer. Also herzlich willkommen. Ich bin der Per. Der Rest des Obico-Teams ist auch vertreten. Die stelle ich nachher ganz kurz vor. Und ja, zunächst mal, worum es eigentlich geht. Also es geht in unserem Projekt um die Implementierung eines Fahrradcomputers. Genauer gesagt um die Implementierung eines freien Fahrradcomputers. Nämlich unter den Aspekten von Open Source. Open Source und Open Hardware wird auch eine Rolle spielen. Es handelt sich um eine Entwicklung from scratch. Also das heißt, vor einem Jahr gab es im Prinzip noch gar nichts, außer die fixe Idee, ein Gerät zu bauen, was den Ansprüchen von Open Source genügt und ja, den Ansprüchen eines Fahrradcomputers genügt. Also das ist das, worum es in diesem Vortrag geht. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum beschäftigt man sich mit sowas? Fahrradcomputer sind recht preiswert mittlerweile zu erhalten, an jeder Ecke. Also warum macht man das? Im Endeffekt ist es so, dass wir gerne Fahrrad fahren, wie man sich vielleicht denken kann. Jeder, der jetzt hier einen völlig durchtrainierten Körper erwartet hat, möge jetzt enttäuscht sein. Aber es ist so, dass wir trotzdem mehrtägige Touren fahren, also auch mal länger weg sind, also vielleicht auch mal 1-2 Wochen unterwegs sind und eben ja, vielleicht fernab der Zivilisation uns bewegen. Das heißt, wir wollen uns um unser Equipment an der Stelle nicht kümmern, das soll halt einfach funktionieren. Und das ist auch schon die Sache, wir brauchen ein Gerät, was einfach tauglich ist, was einfach funktioniert, was sich gut bedienen lässt, was die Freiraum für eigene Ideen bietet. Man kann sich vorstellen, wenn man länger unterwegs ist und dann durch die Walachei fährt, dann kommt man schon auf die eine oder andere Idee, was man gern angezeigt hätte. Das heißt also, wenn man dann auch noch Software macht, dann ist es natürlich naheliegend, dann sich mit solchen Rechnern noch zu beschäftigen. Es geht also auch um die Integration von freier Software. Wir wollen also ein Gerät, was Distanz und Geschwindigkeit erfasst, Pulsmessung macht, den Track lockt, das heißt, dass man sich in einem halben Jahr noch daran erinnern kann, wo man denn war, und vieles weitere. Das sind so die Ideen, die man dann so beim Fahren bekommt. Und da kommt man ganz schnell zu der Feststellung, dass Batterien grundsätzlich ein Problem sind. Viele Fahrradcomputer, die man heute hat, haben wie gesagt viele Batterien. Wenn man diese Funkgeräte sieht, dann sind es mittlerweile 3 Stück, also einen im Sensor, einen im Sockel und einen im Gerät. Batterien sind grundsätzlich immer leer, wenn man sie irgendwie braucht. Das heißt, wenn man nach dem Winter das Fahrrad bewegt, dann sieht es halt so aus, dass erstmal überhaupt nichts geht und man erstmal auf der Suche ist. Umweltfreundlichkeit ist mit Sicherheit auch ein Aspekt, ist bei Batterien sicherlich nicht so gegeben. Also für lange Tracks halt nicht so das, was man eigentlich haben will. Der nächste Punkt ist die Bedienbarkeit. Die Geräte kommen mittlerweile mit vielen Knöpfen daher. Diese Situation, die kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Jeder, der schon mal Fernsehen gucken wollte, kennt es, wie viele Knöpfe er drücken muss, bevor er dann tatsächlich irgendwas sieht. Und unsere Philosophie ist eigentlich die beste Bedienung ist eigentlich überhaupt keine Bedienung. Man will ja Fahrrad fahren und sich nicht mit dem Rechner beschäftigen, auch wenn man darüber nachdenkt. Das heißt, man braucht ein grundsätzlich schickes User-Interface und am besten überhaupt keine Bedienung. So, dann haben wir die Geschichte mit den Tastern. Also die Geräte, bieten halt viele Taster, mittlerweile auch Touchscreens. Touchscreens sind grundsätzlich ein Problem beim Fahrradfahren, wenn man ja die Hand vom Lenker nehmen muss, wie auch bei Tastern auch. Und dann griffelt man mit seinen schweißigen Fingern auf diesen schicken Displays rum, die sich dann schweißverschmiert in der Sonne spiegeln. Ist halt nicht so praktisch, außerdem hat man auch kein Gefühl beim Fahren, letztendlich solche filigranen Eingaben zu machen. Dazu kommt, dass das Ganze nicht wetterfest ist oftmals, also gerade bei so Handys und Handhelds. Es ist eben einfach nicht das Wahre. Verkratzen und sind halt nicht wirklich sicher. Bei Tastern genau das Gleiche. Das heißt, man nimmt die Hand vom Lenker und bei hohen Geschwindigkeiten macht man irgendwelche Eingaben und das will man eigentlich nicht haben. Man will ja Fahrrad fahren. Gut, ja, Raum für eigene Ideen. Das ist also auch eine Sache, habe ich jetzt schon mehrmals angesprochen. Also man will eigene Software dafür haben. Um eigene Software für ein Gerät machen zu können, ist es wichtig, dass die Hardware dokumentiert ist. Und es ist wichtig, dass das Gerät selbst dokumentiert ist und dass man eben, sagen wir mal, eine Anleitung oder eine Schritt-für-Schritt-Möglichkeit hat, eigene Programme zu deployen auf dem Gerät, also dort laufen zu lassen. Genau, also diese Offenheit der Hardware, die jetzt bei aktuellen Geräten eben überhaupt nicht vorhanden ist, scheitert schon eigentlich an dieser Abhängigkeit von Herstellern. Also es gibt ja Geräte, wie zum Beispiel den Garmin, da komme ich gleich drauf. Die Hersteller sind einfach nicht interessiert daran, die Geräte offen zu machen, weil sie einfach viel zu verstecken haben, um einfach Abhängigkeiten zu erzeugen. Ja, ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man so ein Gerät braucht, dann ist man natürlich erstmal auf der Suche und denkt sich, naja, was gibt's denn auf dem Markt? Also was kann man denn vielleicht einsetzen? Denn so ein Gerät komplett selbst zu bauen, ist natürlich dann so, sagen wir mal, der letzte Schritt, den man dann tatsächlich macht.
Also wir haben uns natürlich verschiedene Geräte angeguckt. Bei den Ansprüchen, die wir so haben, bewegen wir uns schon in diesem High-Range-Bereich. Das heißt also schon so die obere Preisliga auch. Da gibt es zum einen den Garmin Edge, der jetzt nicht dediziert Fahrradcomputer ist, aber zumindest perfekte Navigation bietet, eine Fahrradhalterung bietet. Aber die Dinge, die jetzt eben schon angeklungen sind, sind halt auch nicht gegeben. Also man hat halt ein schlechtes Powerkonzept. Also die Leute, die so ein Gerät haben, habe ich bis jetzt immer nur mit ausgeschaltetem Display gesehen, um einfach Strom zu sparen. Und für längere Tracks ist es halt nicht so perfekt. Bedienkonzept per Touch, beziehungsweise eben auch mit irgendwelchen Tastern, das ist halt überhaupt nicht so prall. Audio hat das Gerät überhaupt nicht. Also ich persönlich finde es ja ganz gut, ab und zu Musik zu hören beim Fahrradfahren, darüber möge man sich streiten. Es gibt natürlich auch eine andere Anwendung für Audio, das ist dieses GPS-Tracking zum Beispiel, also für so Guided Tours, wenn man also sich vielleicht Sehenswürdigkeiten anschaut, könnte man mit einem Ohrhörer im Kopf, im Ohr, letztendlich sich vielleicht Informationen über gewisse Sehenswürdigkeiten anhören. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Das bieten die Geräte erstmal so nicht und erweiterbar sind sie per Definition auch nicht. Dann gibt es den Quark, recht unbekanntes Projekt, muss man sagen, ist auch ein Linux-basierendes Gerät, was also gewissermaßen freie Software mitbringt. Aber das Bedienkonzept, das hat mich persönlich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Das hat so einen kleinen Joystick, also man muss auch die Hand vom Lenker nehmen und das ist eigentlich noch schlimmer als Touch. Also bei hohen Geschwindigkeiten da rumzumachen, ist eher fraglich. Powerkonzept halt mit Batterien und Akkus und Audio hat es eben auch nicht. Dann gibt es natürlich das OpenMoko, ein freies Gerät, was natürlich viele begeistert, mich persönlich auch. Aber es ist eben ein Handy, es ist ein Handheld, man kann damit ganz viel machen, aber es bringt eben auch erstmal so out of the box nicht die Eigenschaften mit, die man unbedingt haben will. Dass es zum Beispiel wasserdicht ist und erschütterungsfest ist und das Power-Konzept ist eben althergebracht, wie das so bei Handhelds so ist. Bedienkonzept per Touch ist halt zur Auswertung ganz schick, aber eben bei der Fahrt auch eben nicht so. So, der iPod, gut, es gibt halt noch weitere Geräte und der iPod ist eins davon. Diverse andere Mobiltelefone, die sind eben alle in irgendeiner Form schick und vorhanden, aber sie bieten erstmal auch so offene APIs nicht. Und dazu muss man sagen, dass diese Geräte im Prinzip alle eine Eigenschaft haben, nämlich die, dass die Fluktuation recht schnell geht, also recht hoch ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt anfange, für so ein schickes Gerät Hardware zu entwickeln, um vielleicht zusätzliche Sensoren dort dran zu bringen, um vielleicht ein Pulsmesser noch hinzuzufügen, Geschwindigkeitsmesser vernünftig zu machen, in dem Moment, wo ich dann mit dieser Entwicklung fertig bin, gibt es das Gerät gar nicht mehr. Dann gibt es dann die neue Version, die hat einen neuen Stecker, die hat vielleicht andere mechanische Abmessungen und das Ganze war mehr oder weniger umsonst. Also es ist wirklich schwierig, ein Gerät auf dem Markt zu finden, wo es sich wirklich lohnt, mit Motivation Hardware zu entwickeln, um danach Software machen zu können. Das ist eigentlich so die Situation. Daraus erwuchs dann letztendlich dann schon der Wunsch, ein neues Gerät zu bauen, also eine völlig neue Hardware zu entwickeln. Und um sowas zu machen, braucht man ein Konzept. Dieses Konzept ist letztendlich recht einfach. Die Hardware ist offen. Offen heißt, sie ist so weit dokumentiert, dass Software-Menschen, also Leute, die programmieren können, dafür Software machen können. Die Software ist frei, komplett. Also das heißt, wir haben, da es sich um ein recht komplexes System handelt, mehrere Ebenen der Software. Es geht also einerseits natürlich um Linux, auf der anderen Seite um ein eigenes Betriebssystem, wo ich vielleicht nachher noch ein paar Worte zu sage. Es geht um diverse Bootloader und es geht um Software, die auf einem anderen Prozessor läuft, wo ich nachher auch noch zu kommen. Also die Software soll komplett frei sein, auch dokumentiert sein. Dann soll es natürlich so sein, dass wir uns dem nicht verschließen wollen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine schicke Navigationssoftware hat und Karten anbietet, möge er das tun. Also wir bestehen jetzt nicht drauf, dass das Gerät unbedingt bis in die letzte Zeile dem Code-Strip, die es folgt. Das heißt, wenn eine Firma das unbedingt machen muss, dann soll sie das tun. Also wir haben da erstmal kein Problem damit. Die müssen halt dann damit leben, dass der Rest, dass das Umfeld frei ist. Was wir aber nicht wollen, ist Zwangsabhängigkeit. Das heißt, also wir werden niemals in irgendeiner Form Karten verkaufen und auch nicht irgendwelche anderen Dealerverhalten an den Tag legen. Genau, so die Features, also die Merkmale des Geräts, sollen natürlich dementsprechend, was wir uns vorgenommen haben. Also wir wollen GPS, loggen. Wir wollen auch sowas wie Moving Maps, damit man schön sieht, wo man ist. Kommt natürlich gleich der Gedanke des großen Displays in den Kopf. Wir wollen Tracking, sowas wie Guided Tours, bereits angesprochen. Und wir haben natürlich mit ganz vielen zusätzlichen Sensoren gespielt, die es jetzt mittlerweile gibt auf dem Markt. Gravitation ist also da ein Stichwort, um eventuell auch GPS zu korrigieren. Also komme ich auch später nochmal drauf. Wir haben eine sehr exakte Geschwindigkeitsmessung. Durch diese exakte Geschwindigkeitsmessung und auch Distanzmessung können wir unter Umständen die Signale vom GPS korrigieren, da wo sie eventuell ungenau sind. Also man kann in dem Moment, wo man kein GPS empfängt, vielleicht auf so eine Art Inertial-Navigationssystem umschalten
um einfach den Track weiter zu verfolgen, zumindest in gewissen Grenzen. OpenStreetMap ist ein Thema. Wir haben am Linux-Tag mit den Leuten auch gesprochen. Das war super nett. Und wir haben also vor, das perfekte Eingabegerät für OpenStreetMap zu bauen. Insofern, dass also die Leute super auch Karten erfassen können damit. Komme ich vielleicht auch später nochmal zu. Genau, also die Bedienung bei Fahrt, die ich jetzt so oft kritisiert habe bei anderen Geräten, soll einfach mal gelöst sein durch Tasten am Lenker. Das heißt, ich muss die Hand nicht vom Lenker nehmen beim Fahren. Ich kann also, wenn ich mit entsprechender Geschwindigkeit unterwegs bin, ganz einfach meinen Titel wechseln oder ich kann den Displayinhalt wechseln oder vielleicht Wegpunkte setzen. Ansonsten, wenn man das Gerät letztendlich in der Hand hält, dann wollen wir da auch keine Tasten dran haben. Jede Taste am Gerät ist ein potenzielles Leck für Wassereinbruch. Das heißt, wir wollen ja Outdoor-Tauglichkeit. Das heißt, wir wollen also am Gerät möglichst keine Tasten, auch als Hommage an diese Fernbedienungen, die da eben zu sehen waren, dass wir also kein Eingabegrab haben wollen. Wir wollen wirklich was Simples, was einfach jeder versteht. Gravitation, zeige ich nachher. So, ein USB-Interface zum PC ist klar. Was jetzt hier noch fehlt, ist SD-Card-Interface. Also die Logdaten müssen irgendwo abgefragt werden können oder man muss vielleicht die Karten draufladen können. Das passiert also durch preiswerte Massenspeicher, die als SD-Karten im Moment ja schon verfügbar sind. Genau, das Power-Konzept, ganz tricky. Wir benutzen den Dynamo als Stromversorgungsquelle. Das heißt also, wir versorgen das Gerät durch den Dynamo. Die Erfahrung zeigt, dass man zu 90% am Tag fährt, zumindest wenn man jetzt längere Touren macht, dann meidet man die Nacht erstmal, weil man sich auch irgendwann ausruhen muss. Das heißt also, in der Zeit sind so Dynamos wie Nabendynamos eigentlich arbeitslos. Sie erzeugen eigentlich ständig Strom, haben auch einen entsprechenden Widerstand, der sich mechanisch nicht vermeiden lässt, auch im Leerlauf. Und das Ganze wird letztendlich vergeudet. So, das heißt also, dieser Zustand ist damit beendet. Der Vico versorgt sich damit. Und, Entschuldigung, gleichzeitig ist es so, dass wenn man das so anhält, dann muss man sich ja die Frage stellen, soll das Gerät nicht ausgehen? Das heißt, wir haben einen kleinen Akku drin, der vom Dynamo auch geladen wird und eben dann solche Pausen überbrücken kann. Alternativ kann man den Akku auch laden über den USB-Anschluss. Wenn man jetzt also lange das Gerät aus hatte, kann man das also mit dem USB-Anschluss vollladen. Wir haben zusätzlich eine absolut präzise Geschwindigkeits- und Wegmessung, die auch durch den Nabendynamo kommt. Also der Nabendynamo dient gleichzeitig als Sensor für die Geschwindigkeit und für den Weg. Wie das genau funktioniert, habe ich nachher eine kleine Grafik. Nur so viel vorweg, also der Worst Case ist ein 28 Zoll Rad. Und wenn man es ordentlich aufpumpt, das ist eigentlich der Worst Case, so, dann sind wir bei einem SON 28, also bei einem relativ guten Nabendynamo derzeit bei einer Auflösung von 10 cm Auflösung. Also das ist keine gemittelte Genauigkeit, das ist die physikalisch exakte Genauigkeit. Das heißt, wir können unterscheiden, ob man 10 cm mehr oder weniger gefahren ist. Dementsprechend hoch ist auch die Update-Rate. Das heißt, wir haben die Geschwindigkeit, können wir letztendlich als Film sehen und nicht als einen Wert pro Sekunde, wie das halt bei herkömmlichen Geräten so ist. Wir haben absolut keinen Schlupf. Das heißt also, der Dynamo ist ja fest montiert. Das heißt also, die Messung wird über die gesamte Strecke absolut exakt und präzise sein. Dazu brauchen wir eben keinen zusätzlichen Sensor, also nichts mit Funk, was irgendwie ausfallen kann oder irgendwie was mit zusätzlichen Magneten, die verrutschen können. Das reicht einfach der Dynamo. Zur Korrektur von GPS geeignet, einfach aufgrund der Genauigkeit. Dann wollen wir natürlich alles, was ein Gerät zu einem nice Device macht, also zu einem schicken Gerät, was der Zeit entspricht. Wir wollen die Pulsfrequenz messen bei einem Gerät, bei einem Fahrradcomputer. Wir wollen einen Gravitationssensor, der die Neigung gegenüber der Erdachse erfasst. Das ist ein ganz interessantes Feature, was auch die OpenStreetMapper interessieren könnte. Das erlaubt einfach, zunächst einmal die Steigung zu messen. Das ist die erste Feststellung. Das andere sind natürlich Kurvenbeschleunigung. Das ist vielleicht fürs Training ganz interessant. Dann gibt es natürlich den anderen Effekt, dass man auch feststellt, ob man jetzt über eine Kopfsteinpflasterstraße fährt oder ob man durch ein Schlagloch fährt oder ob man über eine Bordsteinkante fährt. Das sind Dinge, die man automatisiert feststellen kann. Gibt es ja so in den Karten jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt es ja damit. Natürlich wollen wir die Temperatur wissen. Wir wollen auch loggen. Wir wollen auch die Höhe messen. Also das heißt, die Wetterinformation, den Druck. Wir wollen bei Musik hören oder eben Texte zu aktuellen Sehenswürdigkeiten. Wir wollen das Umgebungslicht benutzen, um das Display zu dimmen, um also sprich in der Nacht nicht geblendet zu werden und in der Sonne noch was zu sehen. Und wir haben so ziemlich das beste TFT-Display verbaut, was es also im Moment auf dem Markt gibt. Das wird auch in Flugzeugen eingesetzt, wo ja ziemlich harte Anforderungen auch auf Sonneneinstrahlung herrschen. Gut, zur Software. Wie gesagt, es soll komplett frei sein, das Gerät. Das heißt, wir benutzen Linux als Betriebssystem. Hat also den Vorteil, dass es viele Programme schon gibt, die man also nutzen kann oder die wir auch nutzen wollen. Es gibt viele Entwickler, die mit Herz und Seele Linux-Entwickler sind.
Wir wollen aber auch ein eigenes Betriebssystem darauf benutzen. Und das hat eigentlich den Grund, dass die Bootzeit recht gering ist. Also bei dem, was wir jetzt haben, startet das Gerät in 3 Sekunden. Das ist recht beeindruckend. Zusätzlich haben wir ein recht exaktes und präzises Power Management. Das ist ein Versuch. Und da das Betriebssystem auch komplett frei ist, werden wir mal gucken, wie die Community darauf reagiert. Ja, ansonsten Merkmale, habe ich jetzt schon angesprochen, eben Logging, OpenStreetMap ist ein Thema. Wir wollen ein schickes User-Interface, was sich auch nicht anders machen lässt bei wenigen Lenkertasten. Also man muss da schon über Ergonomie auch nachdenken. Im Audio-Player, wir wollen alles mögliche loggen auf SD-Karte. Das heißt, da wir viele Sensoren haben, gibt es auch die Möglichkeit, dass man viel auf die SD-Karte schreibt, um nachher Tracks auszuwerten. Visualisierung mit Google Earth ist da naheliegend, also das was kennt man vielleicht, also zumindest für Segelflugzeuge gibt es das, dass man so Tracks danach nachvollziehen kann. Man kann die so also dann einblenden in Google Earth und dann sieht man ganz genau, wo man war, kann das dann noch mit Fotos verknüpfen und so weiter. Die Hardware, also wir sind ja hier auf einem Entwicklerkongress, insofern kann ich jetzt vielleicht da ein bisschen noch mehr drauf eingehen. Die Hardware ist, wie gesagt, im Zuge dieser Entwicklung auch entwickelt worden. Es handelt sich um ein Zweiprozessorsystem. Wir haben letztendlich eine große CPU, nicht in Form der physikalischen Abmessung, sondern in Form der Leistung, die das Gerät hat. Von der Leistung entspricht das Ganze dem, was man ungefähr vor vielleicht 8, 9 Jahren als Bürorechner unterm Schreibtisch zu stehen hatte, vom Prinzip. Also ein 220 MIPS Rechner mit 128 MB RAM. Der kümmert sich um die ganze Geschichte wie Display und Audio und GPS, USB, alles was irgendwie datenintensiv ist und rechenintensiv ist. Zusätzlich haben wir eine kleine CPU, die kümmert sich um Echtzeitgeschichten, wie die ganze Sensorik, Power Management, alles was irgendwie den Hauptrechner, sagen wir mal, asynchron belasten würde. Das heißt also, wir gucken, dass wir diese Echtzeitgeschichten komplett fernhalten von diesem Hauptrechner, einfach damit wir nicht den Anspruch haben, echtzeitfähig sein zu müssen. Wir können das sein, wir können auch zusätzliche Sensoren an den Hauptrechner ranbringen, aber es gibt erstmal out of the box nicht die Notwendigkeit, das unbedingt zu machen. Das ist das grundlegende Hardware-Konzept. Jetzt weiter, genau. Hier sieht man einen kleinen Überblick. Kann man erkennen. Genau, also ich gehe jetzt mal im Einzelnen das Ganze durch. Das Ganze fängt also letztendlich an in dem Nabendynamo, Hubdynamo oder auch Alternator im Englischen. Geht zu dem Regulator. Da ist recht viel passiert in letzter Zeit. Also wir haben zunächst ein rein lineares Konzept gehabt mit linearen Reglern, die recht viel Leistung verheizt haben einfach. Also man kann sich vorstellen, aufgrund der Komplexität fließen da schon durchaus auch Ströme. Das Display ist Hauptstromfresser neben der CPU. Und alles, wenn man jetzt also schnell fährt, dann ist es also so, dass der Dynamo also mehr Leistung produziert. Und die muss ja irgendwo verheizt werden bei linearen Reglern. Sodass wir jetzt eigentlich schon geswitcht sind zu einem geschalteten Konzept. Also wir haben jetzt Schaltregler, die bis zu 40% weniger Strom verbrauchen. Das ist also dieser Regulator. Der Anspruch ist recht hoch an dieses Gerät, an diesen Regulator-Teil. Weil man sich ja vorstellen muss, man hat also USB, man hat den Dynamo als mögliche Energiequelle und man hat auch noch einen internen Akku, der dann auch noch geladen werden soll, sowohl von USB als auch vom Dynamo. Deshalb ist der Aufwand dieses Reglers recht hoch. Insbesondere die Gleichrichtung stellt besondere Anforderungen. Also wenn man jetzt an den normalen Diodengleichrichter denkt, dann ist es schon so, dass da über diese Dioden so viel Verlustleistung erzeugt wird, also da die Spannungsabfälle über diese Dioden recht hoch sind, entsteht da tatsächlich Wärme. Wenn man dann auf die Idee kommt, Dioden zu nehmen mit niedrigen Schwellenspannungen, so sogenannte Schottky-Dioden beispielsweise, dann sind die Schwellenspannungen zwar niedriger, auf den ersten Blick die Verlustleistung auch niedriger, dadurch kommen dann wieder sogenannte Reverse-Ströme, die dann auch wieder die Verlustleistung in die Höhe treiben. Das heißt, das bringt einen überhaupt nicht weiter. Dieses Konzept kann man eigentlich verwerfen. Und jetzt ist es in der Tat so, dass der Biko in der jetzigen Version einen wirklich geschalteten Synchrongleichrichter benutzt. Ein recht hoher Hardwareaufwand, der aber wirklich schafft, dass die Verlustleistung recht niedrig wird. Also wir haben einen Wirkungsgrad nahe 95% an der Stelle. Wir haben den Lithium-Ionen- bzw. Lithium-Polymer-Akku als Puffer-Akku. Dann sieht man hier recht deutlich die beiden CPUs, also den Hauptrechner und den kleinen Frontend-Rechner, der sich um die gesamte Sensorik kümmert, also Temperatur, Licht, Gravitation, Druck, also Luftdruck und natürlich die Geschwindigkeitsmessungen macht. Also hier kommt also von diesem Regler auch dieses Speed-Signal. Also alles, was in irgendeiner Form Echtzeit ist und was asynchron zum, sagen wir mal, Hauptprogramm, also User-Interface passieren muss, macht also dieser kleine Rechner. Ja, den Hauptprozessor habe ich jetzt oft genug erwähnt. Also der kümmert sich dann um die Kartendarstellung vielleicht, um die Rechnung, um Musik und so weiter.
Der verarbeitet die GPS-Informationen, die vom GPS-Empfänger kommen. Der sorgt dafür, dass sich irgendwas gut anhört über den AC97-Chipsatz, der recht hochwertig ist bei dem Gerät. Und steuert das super schicke TFT-Display. So, gehen wir mal weiter. Also alles, was jetzt hier steht, habe ich im Prinzip gesagt. Jetzt ein paar Details dazu. Der ARM, das ist ein 220 MIPS-Rechner mit 128 MB RAM, sehr schneller RAM, also CS2 RAM. 80 KB SRAM, das heißt also, der hat in On-Chip nochmal 80 KB RAM, auf die er sehr schnell zugreifen kann, und zwar mit Bustakt. Der Bustakt liegt bei dem Rechner bei 100 MHz. Also mit dieser Geschwindigkeit kann er auf den RAM auch zugreifen. Dann haben wir 8 MB internes Flash. 8 MB hört sich erstmal jetzt nicht so spektakulär an. Muss man dazu sagen, dass wir zusätzlich diese SD-Karte haben. Und in diesen 8 MB muss eigentlich wirklich nur der Bootloader Platz finden. Und für einen Bootloader sind 8 MB durchaus okay. Der startet letztendlich dann die Software von der SD-Karte, also eben das Betriebssystem, was dann wirklich auch Speicher braucht. Wir haben also der hat auch einen Grafikbeschleuniger für das TFT-Display und recht viel interne Peripherie. Interne Peripherie heißt letztendlich Timer, Echtzeituhr und solche Dinge. USB. Genau, also da gehe ich jetzt gar nicht so im Detail drauf ein. Der Systemcontroller ist ein kleiner 8 MIPS-Rechner. Also ein Atmega 88 oder 168, da ist noch nicht so ganz klar, was wir brauchen. Im Moment sieht es so aus, dass eben dieser 88 eingebaut ist, der 8 KB Flash hat. Mit 8 KB Flash ist der absolut am absoluten Limit von dem, was er kann. Also er ist quasi am Ende, er hat noch, ich weiß nicht, 16 Byte frei oder sowas. Das ist halt ziemlich dicht. Deshalb werden wir wahrscheinlich auf die nächstgrößere Version umsteigen, die dann also noch ein bisschen Raum für Ideen lässt, dass man also auch vielleicht zusätzliche Dinge dort machen kann. Ja, der verfügt eben über diese Hardware-Timer, die man also braucht, um die Geschwindigkeit zu erfassen und um den Puls zu messen. Und ist, wie gesagt, die Software ist also an der Stelle echtzeitfähig. Vielleicht ein paar Worte zum Nabendynamo als Generator. Das ist auf den ersten Blick naheliegend, aber wird im Prinzip bis jetzt noch von niemand gemacht. Also soweit ich weiß, sind wir die Ersten, die das eigentlich in einem Fahrradcomputer einsetzen. Patentiert geht jetzt nicht mehr, weil wir sind ja hier und ich erzähle euch das ja allen. Deshalb kann das auch kein anderer mehr patentieren, zumindest nicht in Deutschland. Insofern ist das vielleicht ganz passend. Also zunächst mal hilft die Idee, dass der Nabendynamo ein Generator ist. Das heißt also, die Rotation des Rades erzeugt letztendlich eine Spannung. Im Falle des Nabendynamos eigentlich eine Art Konstantstrom, weil das zur Gruppe der Clownpol-Generatoren gehört. Da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also erstmal hilft der Gedanke, dass die Spannung irgendwie abhängig ist von der Drehzahl des Rades. Das heißt, je nach Typ des Generators können die also bis zu 3,5 Watt Leistung erzeugen. Und wie gesagt, die Spannung ist mehr oder weniger proportional in erster Näherung zur Geschwindigkeit. Aber eben auch zur Last. Das heißt also, wenn ich mein Licht einschalte, dann ändern sich die Lastverhältnisse und das Ganze, die Spannung bricht entsprechend zusammen. Das heißt, ist zur Geschwindigkeitsmessung erstmal ja nicht so geeignet. Zur Geschwindigkeitsmessung hilft die Idee, dass der eine Wechselspannung erzeugt und dass die Wechselspannung auch proportional ist zur gefahrenen Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller ich das Rad drehe, desto höher wird die erzeugte Frequenz. Und die lässt sich natürlich perfekt messen. Und schon gar, wenn man einen eigenen Prozessor dafür hat, der nur die Geschwindigkeit misst in letzter Instanz, ist das Ganze schon recht präzise. Man muss dazu wissen, dass die Generatoren sich unterscheiden in ihrer Anzahl der Pole, sagt man, also Clown-Pol-Generator, da gibt es also die Abhängigkeit, die gibt es die technische Eigenschaft der Anzahl der Pole, die steht im Datenblatt der Generatoren. Beim SON zum Beispiel sind es 26, beim SON 28, also 28 bezieht sich auf 28 Zoll. Es gibt entsprechend andere Generatoren, die eben 20 Pole haben oder vielleicht auch nur 14 Pole haben, da muss man einfach den Markt mal untersuchen, wie das aussieht. 26 Pole heißt, dass der 26 Perioden pro Radumdrehung erzeugt. Da kann ich jetzt vielleicht mal was dazu zeigen. Da gehen wir mal zurück. Da haben wir nämlich eine kleine Animation. Also zunächst mal die Situation beim normalen Fahrradcomputer. Da hat man also letztendlich für eine Umdrehung einen Peak. Das heißt, also man hat ja nur einen Sensor und einen Magnet und einen Read-Kontakt, der sich schließt, wenn der Magnet an diesem vorbeikommt. Das heißt also, pro Umdrehung habe ich letztendlich eine Information. Das ist die Situation bei herkömmlichen Fahrradcomputern. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das also beim SON ist. Da sieht das Ganze so aus. Das heißt also, der erzeugt kontinuierlich Wechselspannung, die sich in Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Rades eben in ihrer Frequenz erhöht. So, und die Periodendauer, also sprich die
Die Periodendauer, die ja letztendlich die Frequenz aussagt, die lässt sich also wirklich präzise messen. Das ist soweit zum Nabendynamo. Das heißt, man kann damit die Geschwindigkeit messen und man kann damit das Gerät versorgen. Also umweltfreundlicher geht es eigentlich nicht und präziser geht es eigentlich auch nicht. Jetzt schaue ich mal, dass ich schnell den Anschluss finde. Ich habe eigentlich auch ein Skript dafür, glaube ich. Genau. Ja, jetzt vielleicht das, was interessant wird. Also ich habe, das ist mal ein Bild, so wie das Gerät von innen aussieht. Man sieht also auf den ersten Blick, das Display recht groß ist. Das Display ist auch in dieser Aufnahme nicht voll hell. Das heißt also, das ist mal wirklich eine Ansicht, so wie das Ding, wie das Gerät von innen aussieht. Im Wesentlichen beeinflusst das Display die Größe des gesamten Gerätes. Das heißt also, das, was man im oberen Teil sieht, das sind sogenannte Glättungskondensatoren oder Sieb-Elkos, die für die Gleichrichtung benötigt werden. Die haben schon auch definitiv Einfluss auf den Formfaktor, die kann man einfach nicht weglassen. Das heißt also, man kommt auf eine gewisse Stärke, was das Gerät angeht. Also man kann das Gerät nicht unendlich dünn bauen. Auch wenn die Elektronik, sagen wir mal, das theoretisch hergeben würde, ist das also wirklich ein Ausschlag. Was wir hier noch haben, sind drei LEDs, die für gewisse Dinge zur Anzeige dienen können. Zwei davon werden vom Hauptrechner gesteuert, eine davon von dem kleinen Rechner. Das heißt also, wenn für den Fall, dass der Hauptrechner noch nicht läuft, weil er vielleicht noch schläft oder weil er aus ist, kann der kleine Rechner, also dieser 8-Bit-RISC-Rechner, diese LED steuern, ist halt für die Bedienung gar nicht schlecht. Hier sieht man das Ganze mal von der anderen Seite. Was man hier ganz gut erkennt, also wie gesagt, das ist das Mainboard, das Teil. So, jetzt sieht man hier die CPU, also das ist der Hauptrechner. 324 Ball BGA. Dann sieht man hier im unteren Teil, das sind zwei Mobile SD-RAMs, die mit 1,8 Volt laufen, ergeben zusammen 128 MB. Recht filigran. Dazu kommt der Flash, das sind eben die 8 MB Flash, ein serielles Flash ist das, das da benutzt wird. Man sieht hier, das worauf ich ganz besonders stolz bin, das sind die Audio Caps, also die Kondensatoren, die Audio entkoppeln, damit sich das auch gut anhört. Nur als Vergleich, die haben halt eine gewisse Höhe, also das ist halt schon so, dass die auch dazu beitragen, dass das Gerät nicht unendlich dünn machbar ist. Man muss sich also schon die Frage stellen, wenn man jetzt so einen dünnen iPod sieht, wie die das eigentlich machen, wo die eigentlich die Kondensatoren hinbauen, damit sich das auch gut anhört. Meine ganz subjektive Einstellung ist die, dass es sich eigentlich gar nicht gut anhört und dass sie halt dieselben Kondensatoren emulieren. Ja, es gibt also ICs, die das also machen, die so tun, als wären sie ein großer Kondensator. Das machen wir nicht. Wir bauen die halt ein. Hier sieht man halt die Stromversorgung, hier sieht man den Displaystecker, hier sieht man SD-Card und USB. Dieser schöne große freie Platz ist Platz für den GPS-Chipsatz, der in dieser Version noch nicht bestückt war. Hier hinten ist also der Audio-Chipsatz. Und was hier hinten auch noch unbestückt glänzt, ist also die Puls-Mess-Empfangsschaltung, also sprich der Verstärker, der den Empfang von so Pulsgurten erlaubt. Also jetzt nur mal so als Eindruck, dass man sieht, okay, wie sieht das Ding von innen aus? Gehen wir mal weiter. Von der Software her ist es halt so, wir haben also, da wir ja recht wenig integrierten Flash haben, ist es also so, dass wir in diesem Flash nur den Bootloader haben. Der Bootloader wird direkt von der CPU gestartet, also das ist letztendlich das erste Programm, was ausgeführt wird. Und dieser Bootloader, der hat letztendlich die Eigenschaft, dass er also native CPU-Programme starten kann. Also letztendlich geht es darum, diesen Hauptrechner zu starten. Bei PCs beispielsweise hat man sowas wie ein BIOS, was also an dieser Stelle tritt. Hier ist es eben, wie gesagt, ein Programm, was innerhalb in diesem Flash liegt. Ja. Dieses Programm oder dieser Bootloader ist letztendlich auch ein natives Programm, wie man sich vorstellen kann, hat letztendlich die Aufgaben, den SD-RAM zu initialisieren, also dafür zu sorgen, dass der Speicher auch erreichbar ist. Die Clocks alle einzuschalten, die CPU lässt sich also in vielen Schritten vom Clock her einstellen. Das heißt, man muss nicht immer mit dem maximalen Takt fahren, einfach um Strom zu sparen, kann man das sich vorstellen. Und letztendlich ist dieser Bootloader in der Lage, von der SD-Karte Programme zu laden, sowohl von der SD-Karte als auch per USB. Wenn ich jetzt also schnelle Entwicklungszyklen brauche und ich will jetzt was, ich kompiliere was und will das ausprobieren, da ist es natürlich schön, wenn ich das per USB direkt draufladen kann und sofort ausführen kann. Das leistet dieser Bootloader. Zum anderen leistet er halt auch, dass man von der SD-Karte direkt was starten kann. Hat dann die Konsequenz, dass ich durch den Tausch der SD-Karte auch das Betriebssystem wechseln kann. Also Updates sind entsprechend einfach dadurch.
Und im Moment startet er eben den Ubiquus-Kernel, also wie gesagt, ein eigener kleiner Kernel. Und er startet auch den Linux-Kernel. Also das funktioniert. Wir haben den Linux-Kernel soweit portiert für die Plattform, beziehungsweise ist da auch viel Arbeit schon von anderen Leuten gemacht worden. Und was wir eben da schon erreicht haben, ist, dass das Display funktioniert und USB funktioniert. Also das ist schon brauchbar. Native CPU-Programme ist erstmal ungewohnt für jetzt den normalen Softwareentwickler. Man muss also sich vorstellen, die arbeiten ohne Betriebssystem. Sie können also direkt auf der CPU Register ändern und sie haben letztendlich keine Begrenzung, was irgendwelche Schutzrechte angeht. Das heißt, sie laufen im Prinzip im Kernel-Modus, wenn man das so beschreiben will. Damit verbunden der Eindruck des schnellen Systemstarts. Also schnell heißt in dem Fall, dass vorher nicht viel gemacht werden muss. Das heißt also, es wird kein TCP-IP-Stack initialisiert, den wir hier gar nicht brauchen in erster Näherung. Und es werden keine aufwendigen Berechnungen gemacht über Geschwindigkeitsmittelungen und solche Dinge. Also das passiert alles nicht, weil man ja eben also sofort man hat sofort den Prozessor unter sich und man kann sofort letztendlich losarbeiten. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein Vorteil. Also das erinnert einen vielleicht so ein bisschen an DOS. Unter DOS war das ähnlich. Unter DOS konnte man auch auf den Rechner zugreifen, ohne sich Gedanken zu machen. Man hatte also auch die Möglichkeit, gewisse Register zu ändern und eben die Hardware sofort so zu nutzen, wie sie ist. Der damit verbundene Nachteil ist natürlich schon der, dass man also auf einer recht unportablen Ebene arbeitet. Das heißt also, die Programmiersprache ist nicht das Einzige, was über Portabilität entscheidet. Letztendlich benutzt man ja, um portabel zu sein, irgendwelche Bibliotheken, die bereits existieren. Ein typisches Beispiel ist die XF-Bibliothek oder vielleicht Qt oder GTK, die also für verschiedene Plattformen schon vorhanden sind. Sowas hat man da erstmal nicht, es sei denn, man macht sich das. Also es sei denn, man portiert sich selbst die Bibliothek auf die Ebene. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Probleme. Also so ein Betriebssystem, es ist ja nicht so, dass es nur aus Spaß ganz lange braucht beim Booten. Das macht ja tatsächlich auch was. Also zum einen gibt es also so Dinge wie Speichermanagement, Speicherverwaltung, die recht umfangreich ist oder recht umfangreich sein kann. Solche Features, die fehlen erstmal. Das heißt also sowas wie dynamische Speicherallokierung und dynamische Speicherfreigabe sind erstmal nicht möglich, weil man ja erstmal noch sagen muss, was ist überhaupt dynamischer Speicher? Solche Dinge, die lassen sich natürlich implementieren und das ist im Falle von dem Ubiquus-Kernel auch passiert. Das heißt, also wir haben sowas wie dynamischen Speicher, wir haben auch sowas wie virtuellen Speicher. Aber es ist natürlich immer noch nicht alles. Wenn man denkt, man programmiert C++ und der Compiler macht das alles und man kann sofort sowas wie Try-Catch verwenden und vielleicht Dynamic Cast, dann irrt man sich, wie ich halt auch feststellen musste. Also es ist nicht so, dass der Compiler alles hinschreibt. Der Compiler ist die halbe Miete, die andere Miete ist Compiler Runtime, kann man vielleicht dazu sagen, beziehungsweise so Counterpart-Bibliotheken, die sich dann um die wirkliche Implementierung von so Sprachfeatures wie Exceptions und dynamische Typenprüfung kümmern. Das sind auch Dinge, die man erstmal nicht hat, weil die auch betriebssystemabhängig sind. Diese Compiler-Support-Bibliotheken, die verwenden letztendlich auch das Betriebssystem in irgendeiner Form, die verwenden auch dynamische Speicherverwaltung. Und man hat sowas erstmal nicht. Das ist also vielleicht wirklich ein Nachteil, wenn man solche Sprachmerkmale nutzen möchte. Also in diesem Zusammenhang ganz kurz auf den Betriebssystem-Kernel. Also ich glaube, keiner erwartet jetzt bei einem Fahrradcomputer ein völlig neues Betriebssystem auf den ersten Blick. Aber es ist natürlich so, dass man ja, wenn man mit solchen neuen Architekturen arbeitet, schon auch ein bisschen spielt. Und wenn man also wirklich nicht 40 Sekunden zum Booten warten möchte, dann kommt man halt auf die Idee, dass man sowas macht. Ich will da jetzt nicht ins wirkliche Detail gehen, aber nur ganz kurz das Ganze ansprechen. Also der Ubiquus-Kernel ist vollständig in C++ verfasst. Nur die Teile, die wirklich notwendig sind, sind in Assembler formuliert. Damit stehen wir recht alleine da, weil die meisten Betriebssysteme von sehr angesehenen Leuten alle in C programmiert werden und die auch ganz stolz darauf sind, dass sie seit 25 Jahren das so machen. Insofern ist es so, die Architektur ist, sagen wir mal, nicht desktop-tauglich. Also wir haben hier kein Desktop-System, das ist letztendlich ein typisches Embedded-System, was wir hier haben. Deshalb kann man sich also das einfach rausnehmen und sagen, wir bauen also keinen monolithischen Kernel oder keinen Microkernel. Wir benutzen einen Exokernel. Ein Exokernel ist von der Architektur so, verhält sich so, als würde man einfach eine Bibliothek an seine Applikation dranlinken. Und die Applikation kann also ohne aufwendige Schnittstellen, die also zwischen User-Space und Kernel-Space hin und her schalten, sofort auf Betriebssystemmittel zurückgreifen. Also sowas wie Speicherverwaltung, sowas wie Dateisysteme lassen sich wirklich perfekt komfortabel implementieren. Hat natürlich auch seine Nachteile, klar. Also es werden ja Desktop-Systeme so nicht gemacht. Nur einen Nachteil vielleicht, wenn man jetzt den Kernel ändert, man ändert einen Teil der API, muss man die kompletten User-Space-Applikationen alle neu kompilieren, damit es noch irgendwie kompatibel bleibt. Zumindest dann, wenn man in C++ arbeitet. Das ist was man im Desktop-Bereich so nicht leisten kann. Also keiner will nach dem Kernel-Update sein komplettes KDE, sein komplettes GNOME alles neu kompilieren müssen.
Das ist schon klar, aber bei so Embedded Systemen ist es eigentlich kein großes Problem, weil jetzt die Anwendungsprogramme ja recht überschaubar sind. Deshalb haben wir uns mal entschieden, das mal zu testen. Die Vorteile sind klar, also wir haben einen schnellen Systemstart, wir machen nur das, was unbedingt nötig ist. Wir haben die komplette Laufzeiterweiterung für C++ implementiert, für also dynamische Typenprüfungen und Exceptions. Und der Nachteil ist ja, dass also keine Applikationen dafür existieren. Also wir haben einen Kernel, der startet und that's it. Eine ganz witzige Geschichte, bevor ich dann wirklich weitermache mit anderen Dingen, die auch interessant sind. Das ist eigentlich was, was man sich aufs T-Shirt drucken könnte. Ich weiß nicht, wenn jemand C++ programmiert oder C, dann kann er sich vielleicht denken, was hier passiert. Also im Endeffekt ist es so, dass hier eine Variable angelegt wird, die auf den Speicherbereich verweist, der 0 ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass 0 keine gültige Adresse ist, dann erzeugt diese Zeile hier letztendlich eine Prozessorausnahme. Das heißt also unter Windows so ein Bluescreen oder vielleicht so ein Fenster, was sagt, dass die Anwendung illegale Sachen macht. Unter Linux gibt es halt so ein Segmentation Fault. Und hier ist es ein bisschen anders. Den Segmentation Fault, den gibt es auch, aber der wird transformiert in eine Sprachexception. Das heißt, also man kann die CPU-Exceptions, die erstmal von der Definition überhaupt nichts mit irgendwelchen C++ oder Java-Exceptions zu tun haben, die wird quasi transformiert in eine C++-Exception und lässt sich fangen. Das ist eine Sache, die so überhaupt nirgends existiert, außer einem Kernel der Universität Utah, die damit mal irgendwann anfingen. Wobei ich nicht den Stand dieser Geschichte kenne und ich weiß auch nicht, ob sie das jemals wirklich implementiert haben. So, und das ist das, was der Ubiquus-Kernel schon leistet. Das heißt also, man kann so Prozessor-Exceptions auf diverse fangen. Das hat, warum macht man sowas? Eine mögliche Idee ist die, dass man unterstellt, dass Software grundsätzlich buggy sein kann. Das heißt, man macht Fehler oder andere machen Fehler. Und man will jetzt nicht den kompletten Prozess verlieren. Man will vielleicht einfach nur einen Teil des Prozesses neu starten. Also man startet nicht die komplette Anwendung neu, sondern man startet nur den Teil neu, der wirklich schiefgelaufen ist. In C++ wäre das vielleicht ein Objekt, was in irgendeiner Form Dinge tut, die nicht okay sind. Und man zerstört das Objekt und erzeugt es gerade neu. Das heißt, also man muss nicht den kompletten Prozess neu starten. Erhöht einfach die Sicherheit, die bei Embedded Sachen eben auch da sein muss. Schließlich nützt also ein Fenster, wo da steht, dass es sowas wie ein Segmentation Fault gab, dem Anwender überhaupt nichts. Gut, also damit will ich das Ganze jetzt auch belassen, was den Ubiquus-Kernel betrifft. Das wäre ein eigener Vortrag, vielleicht auch eigene Vorträge. Nur so viel dazu, den gibt es halt nur für die ARM-Architektur im Moment, eben was eben hier dieser Fahrradcomputer ist. Und wie gesagt, das wäre eigentlich zu groß, um das jetzt weiter auszuführen. Der Linux-Kernel, wie gesagt, ist teilweise portiert und das ist natürlich auch interessant, weil dafür gibt es ganz viele Software, eben auch OpenStreetMap-Viewer und solche Dinge. Wir haben also das TFT-Display am Start, wir haben USB, wir haben diese Schnittstellen. Und was jetzt fehlt, sind ein paar Gerätetreiber, die ganze Sensorik letztendlich abfragen können. Das ist aber eine Sache, die aufgrund der Dokumentation eigentlich kein großes Problem sein sollte. Ja, ganz kurz zur Geschichte von dem Ganzen, bevor ich zum Demo-Teil übergehe. Also September 2007 war letztes Jahr, da gab es also letztendlich die Entwicklung von dem Ganzen. Das heißt also, da wurden Schaltpläne gezeichnet und Ideen gesammelt, wie man gewisse Probleme lösen kann des Power-Konzepts. Im Dezember gab es dann den ersten Prototyp 0. Das war letztendlich eine Platine, die eigentlich schon ganz gut funktioniert hat, gewisse Dinge erreicht hat. Man konnte dort also das Display testen und Audio testen und solche Dinge. Da wurde im Prinzip die ganze Hardware evaluiert sozusagen. Und es ist natürlich viel Software entstanden, also es nützt nichts, bestückte Platinen zu haben mit zwei CPUs, die dann beide nichts tun. Also es wurde recht viel Zeit investiert für Software, die sowohl die CPUs programmieren kann erstmal, also dieser Atmega, der ist also eine kleine CPU, die also internen Flash hat. Da ist es so, dass der Hauptprozessor diesen Flash programmieren kann, also wir benutzen dazu kein Programmiergerät im Moment. Also so Software ist halt entstanden, um das Ganze irgendwie so handeln zu können. Im Januar gab es dann eben ganz viel Software dazu und letztendlich konnten wir also im Prinzip das Ganze in Betrieb nehmen damit. Im Februar gab es eher so einen Meilenstein, was also diesen Ubiquus-Kernel angeht. Startet mit MMU, das heißt also, wir hatten eine komplette Speicherverwaltung, die zumindest mal unseren Ansprüchen genügt. Also da wurden quasi so Tests gemacht mit Speicherverwaltung und auch diese Geschichte mit den Exceptions. Im März war dann klar, also im März dieses Jahres war dann klar, dass wir GPS benutzen wollen, dass wir das haben wollen. Also haben wir uns also um Chipsätze gekümmert und so und geguckt, was wir da benutzen können. Und im Mai diesen Jahres gab es dann eben die erste 0-Serie mit 10 Geräten. Was wir jetzt haben, ist letztendlich
Hardware, die soweit getestet ist. Wir haben die Sensoren, die funktionieren. Wir können Puls messen, wir können die Geschwindigkeit messen, wir können die Gravitation messen. Wir können alle internen Spannungen überwachen, was notwendig ist. Wir haben also kurz und gut zwei funktionierende CPUs im Gerät. Ja, was wir auch haben, ist also ein funktionierendes Boot-System, Boot-Konzept. Wir haben Testsoftware, um die Hardware zu testen. Also das sind halt recht viele Dinge, die da geprüft werden müssen, bevor man sagen kann, das Gerät ist jetzt in dem Zustand, wie man das vielleicht einem Dritten überlassen könnte. Wir haben den Linux-Kernel, der soweit bootet und sich über USB erreichen lässt. Also man kann mit USB-Netzwerk-Emulationen dort ein Telnet drauf machen und auch Software darauf ausprobieren, mit FTP zum Beispiel. Also wir haben kurz und gut Prototypen. Das ist das, was wir haben. Jetzt gucke ich mal, dass Sie auch was sehen können. Wir haben jetzt ein paar Prototypen mitgebracht. Ich kann die ja mal ganz kurz hochhalten. Also so sehen die aus. Also das macht sich vielleicht ohne Kamera noch ganz gut, wenn man das so sehen kann. Also man sieht also auf den ersten Blick, dass die von der Bauform schon recht groß sind. Also ungewohnt groß für einen Fahrradcomputer. Sind auch nicht gerade dünn. Das sind halt also in erster Linie die Gründe, die bereits erwähnt wurden. Das heißt, wir haben große Kondensatoren da drin, die wir auch brauchen. Das ist im Prinzip der erste Prototyp. Kommt daher im Vollaluminiumgehäuse, was ausgefräst wurde, also recht robust. Wiegt wieder erwarten nicht ganz so viel. Vielleicht kann der ein oder andere ja nochmal an unser Messestand nachher kommen und das mal in die Hand nehmen. Also so schwer, wie man jetzt auf den ersten Blick denkt, ist es nicht. Man hat hier an der Seite Aussparungen für USB und für SD-Karte. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie das Ganze wasserdicht werden soll, dann muss man dazu sagen, dass hier eine kleine Gummikappe reinkommt, die noch nicht existiert, also die noch in Entwicklung ist, und die quasi das Ganze dann abdichtet. Wir haben also auch einen kleinen Sockel dafür, den halte ich auch mal hoch. Das ist also das Device, was dann ans Fahrrad montiert wird. Im Übrigen auch Vollaluminium gefräst. Da wird das Ganze dann letztendlich reingeschoben. Ich kann das vielleicht hier mal so zeigen. So wird das Ganze dann reingeschoben. So als Monolith hängt es dann am Fahrrad. Ist auf den ersten Blick vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber wenn man ein großes Fahrrad hat, fällt es gar nicht auf. Wird befestigt über Schellen, also es gibt so Bänder dafür. Das ist im Moment so, sagen wir mal, eine Lösung, die noch nicht so schick ist, aber die erstmal ganz gut funktionieren wird. Man sieht hier unten Federkontakte, die quasi das Ganze adaptieren. Kann man vielleicht reingucken. Ich kann das auch nochmal in die Kamera halten nachher. Auf der Rückwand sieht man also hier, dass da Federkontakte vorhanden sind, die also die ganze Adaptierung machen. Was wir hier rausgeführt haben in den vielen Federkontakten, ist letztendlich die Stromversorgung. Das ist Audio, das ist GPS und das ist eine zusätzliche serielle Schnittstelle für Dinge, wo man noch nicht weiß, was man damit macht, weil man vielleicht noch auf die eine oder andere Idee kommt. Vielleicht auch sowas wie Trittsensor und sowas. Und natürlich die Lenkertasten. Also die Lenkertasten, die kann ich im Moment auch noch nicht zeigen. Die sind noch nicht fertig, die sind in Entwicklung. Da gibt es auch ganz viele gute Ideen, wie man das im Moment ergonomisch machen kann, denn es ist ja auch neu, also es gibt ja keine Lenkertasten an Fahrrädern, also zumindest alles, was über ein, zwei Tasten hinausgeht, was so Rennräder haben für zur Steuerung ihrer Rechner, gibt es so nicht, und was uns vorschwebt, sind also drei Tasten pro Seite, Maximalausbau, und damit kann man schon ganz gut interagieren, ist so die Idee. Ansonsten ist es ja so, wir haben ja gesagt, gut, das Gerät hat ja keinen Taster oder so, also wir haben weder Touch noch Taster. Stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das Ding an überhaupt? Es hat ja quasi einen Akku drin und man will vielleicht irgendwas auswerten. Und da hilft einem die Aussage, dass da also so ein Gravitationssensor drin ist. Es gibt also die Möglichkeit, das Gerät auf die Seite zu halten. Dann geht es irgendwann in so einen blinkenden Modus. Da hält man es gerade, eine kurze Sekunde. Und danach kippt man es quasi an. Dann fängt er irgendwann an zu booten, so wie man hofft. Also was man jetzt hier sieht, ist quasi der SDCL, der Bootloader. Also jeder, der jetzt versucht, hier auf dem Ding rumzumachen und denkt, das ist ein iPhone, das ist es nicht. Also es ist halt quasi jetzt mal der Bootloader, den man hier sieht. Ich halte es, wie gesagt, gleich nochmal in die Kamera, aber vielleicht macht sie das sogar doch ganz gut. Es ist zwar klein, aber man kriegt zumindest einen Eindruck davon. Hier habe ich jetzt so eine SD-Karte, da ist also letztendlich unser Ubiquos-Teil drauf, also das heißt unser kleiner Kernel, der so mal so Messedemo implementiert im Moment. Wenn ich die also reinstecke, dann passiert also letztendlich das. Das ist der Bootvorgang und jetzt ist er im Prinzip fertig. Das war also der Bootvorgang. Ich zeige das wahrscheinlich gleich nochmal in der Kamera. Oder könnte man was sehen? Ich weiß ja nicht. Das ist wahrscheinlich schwierig auf die Distanz. Wie man das Ganze jetzt bedient, wenn man es jetzt also nicht am Fahrrad hat, also man sitzt jetzt am Tisch und interessiert sich dafür, wie weit bin ich denn heute gefahren, da hilft einem also auch der Gravitationssensor. Das heißt, ich kann quasi durch Neigen
und durch Kippen in bestimmte Richtungen die Szene wechseln sozusagen. Gedacht ist das Ganze für so Statistiken, die man halt so hat. Wir wollen halt keinen Bediengrab schaffen. Also wir wollen hier nicht, dass man hier Mails mit abrufen kann oder auch telefonieren. Das ist eigentlich eine Sache, die ja nicht unbedingt können soll. Es ist wirklich ein Fahrtcomputer. Und was will man da machen? Also man will da sehen, wo war ich, wo bin ich und wo muss ich vielleicht noch hin? Vielleicht noch, wie hell und wie warm es draußen ist. Und das sind so Dinge, die kann man ganz gut auf einer Bildschirmseite darstellen. Also wir haben ein großes Display. Und durch dieses Kippen und Neigen ist es halt eine einhändige Bedienung machbar. Und Touch und so brauchen wir halt nicht. Das ist quasi die Situation. Jetzt zeige ich nochmal die Geschichte in der Kamera, vielleicht, damit man. Achso, das Ausschalten ist im Übrigen genauso einfach. Also man hält den 3 Sekunden in diese Richtung. Man kriegt jetzt allerdings kein Feedback, weil das macht die Software halt im Moment nicht. Jetzt muss man den halt gerade halten und kippt den an und der geht nicht aus. Also wir versuchen es einfach nochmal, muss das halt 3 Sekunden machen. Hält ihn gerade und kippt ihn an. Dann geht immer noch nicht aus. Vielleicht geht er an der Kamera aus, mal gucken. So, nochmal probieren. Also man muss vielleicht ein bisschen üben. Man kann auch diese Sequenz quasi, jetzt ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Man kann diese Sequenz auch lernen und frei einstellen. Das verhält sich dann so ein bisschen wie ein 3D-Passwort. Will in der Tat nicht. Naja, müssen wir ein bisschen probieren, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, wenn ich lasse man halt an. Jetzt ist er aus. Gut, ich nehme jetzt mal das Medium hier raus und stecke das nochmal in das andere Gerät, was hier läuft. Das wird jetzt per USB versorgt, damit der Akku nicht leer läuft. Wie gesagt, der Akku, der wird ja geladen durch den Dynamo, aber wir drehen ja im Moment nicht. Was man jetzt hier auch noch so sieht in der Kamera, ich weiß nicht, kann man es erkennen? So ein bisschen. Das ist halt so, der spiegelt noch ein bisschen. Das sieht man, also dieses Plexiglas ist halt ganz normales Plexiglas und noch nicht entspiegelt. Das wird sich ändern. So, das Display ist, jetzt muss ich wirklich gucken, wie man der. Ramona, kannst du mal vorkommen? Also das ist die Ramona, auch ein entscheidender Teil des Ubico-Teams. Mir geholfen, kannst du mal drehen? Wenn man jetzt dreht, dann geht er also in diesen Drive-Mode. Das heißt also, das ist jetzt wirklich ein Demo, muss man sagen. Man sieht hier oben die, vielleicht können wir die Mauszeiger benutzen. Hier oben sieht man die Geschwindigkeit in km/h. Was man dann hier in dem kleineren Feld darunter sieht, ist die Distanz, die zurückgelegte Entfernung, die also auf 10 cm genau ist in der Tat. Wenn man das wirklich dann mal genau sehen will, dann muss man wirklich mal in den Messestand kommen oder vielleicht nachher mal hier vor, wenn es irgendwie passt von der Zeit. Darunter sieht man so ein kleines rotes Herz, das ist der Puls, der jetzt nicht blinkt, weil ich so einen Gurt nicht um habe. Aber das ist kompatibel mit so normalen Polar- oder Sigma-Gurten, die so einfach ihre Informationen senden. Die Zahl hier unten, das ist quasi die Neigung. Wenn ich den jetzt also ein bisschen neige, dann ändert sich die Zahl, wie man das sieht. Das ist quasi der Winkel, wie ich das Ding halte. Und je nachdem, wie man es am Lenker montiert hat, muss man das letztendlich kalibrieren, dass es also auf 0 steht, wenn man auf gerader Ebene steht. Diese drei Balken hier rechts sind die drei Achsen des Gravitationssensors. Also man kann damit natürlich viel machen mit so einem Gravitationssensor. Wenn ich den jetzt also mal kipp, dann sieht man, dass sich diese drei Balken verändern. Kann man vielleicht erkennen? Kann man es sehen? Das ist schwierig, ja? Ja, also es geht ein bisschen. Also ein bisschen sieht man es, diese drei roten Balken, genau. Also wenn ich den jetzt so kipp, dann sieht man, dass sie sich ändern. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, weil sonst sieht man hier auf der Kamera nichts mehr. Also das sind letztendlich die drei Achsen des Gravitationssensors. Das heißt, man kann sehen, die funktionieren soweit. In dem Moment, wo jetzt das Rad anhält, halt mal an, geht er quasi wieder zurück in diesen Demo-Mode, in diesen Messer-Slideshow-Mode. Und man kann quasi das Ganze wieder durch Kippen bedienen. Das ist ganz witzig, kann man sich vielleicht nachher einfach mal angucken. Wir haben also auch einen Stand. Und das ist so jetzt mal der Jetzt-Stand. Wie gesagt, der wurde im Moment versorgt durch den USB-Port, einfach damit hier der Akku nicht leer rennt. Das ist also der zweite Anschluss, den man hier sieht. Wenn ich den rausziehe, passiert erstmal nichts, dann läuft er erstmal weiter, weil der Akku quasi die Versorgung übernimmt. Ist hier gerade eine Frage? Ist vielleicht? Entschuldigung, sorry. Ja. Genau. Also das ist im Moment so. Also das ist ja eine Frage der Software, muss man einfach dazu sagen. Also er kann halt detektieren, ob er gerade fährt oder ob er steht. Und im Moment ist es so, dass er wirklich sofort wieder zurück switcht und man dann eben, also 0 km/h sind halt nicht so interessant. Aber geplant ist halt schon die Möglichkeit, dass man über Lenkertasten dann entsprechend
entsprechend diesen Modus auch wechseln kann, dass man also dann verschiedene Informationen auch bei der Fahrt sehen kann. Im Moment gibt es halt nur eine Information oder nur eine Pane oder ein View, was man eben bei der Fahrt sieht. Das ist einfach ein bisschen, um die Hardware zu testen, um die Sensoren zu testen. Das ist einfach der Jetztstand. Also um es gleich dazu zu sagen, das ist halt jetzt noch kein Gerät, was man jetzt sofort irgendwo kaufen kann. Die Frage wird vielleicht noch kommen. Ich greife dem jetzt einfach mal vor. Wir sind im Moment also im Prototypenstadium. Wir haben also die Hardware in Betrieb genommen und wir haben jetzt auch ein paar bisschen Demo-Software. Und sollte es irgendwie in irgendeiner Form zu einem Verkauf kommen von dem Ganzen, was noch nicht klar ist, sage ich ganz klar, also im Moment machen wir das nebenberuflich so, dann ist es natürlich auch so, dass der Anwender von so einem Gerät erwartet, dass er einfach alles schon damit machen kann. Also zumindest mal die Geschwindigkeit will er ordentlich sehen. Er will auch, dass der Kilometerstand nicht verloren geht, wenn man das Gerät ausschaltet und dann wieder einschaltet. Das sind alles so Dinge, die einfach gemacht werden. Also das ist jetzt schon so im Übrigen. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die da einfach noch gemacht werden müssen, die jetzt, sagen wir mal, das Ganze noch ein bisschen trennen von dem, was man jetzt schon kaufen kann. Also wie gesagt, wo wir also definitiv hinwollen, ist, dass zumindest GPS-Logging perfekt funktioniert, dass man also sieht, wo man da war. Das kann ich jetzt hier noch nicht zeigen. Das Puls-Logging funktioniert. Allgemein Logging ist im Moment also noch ein Thema, was wir überhaupt noch nicht haben, weil wir noch keinen Schreibsupport für FAT implementiert haben. Wenn man also von einem eigenen Kernel spricht, der das also macht, der schnell bootet und so weiter, dann muss man also auch sagen, dass man ja sowas wie Dateisysteme und so weiter auch alles implementieren muss. Und das ist eben, sagen wir mal, bis jetzt erst partiell der Fall. Also wir können im Moment davon lesen, aber wir können auch nicht schreiben. Deshalb, da fehlt einfach noch, da gibt es halt noch Entwicklungsbedarf, wo uns aber vielleicht auch jemand helfen kann. Also es ist nicht so, dass wir darauf bestehen, dass wir das alles selbst machen. Die Software wird also frei sein. Insofern sind wir natürlich schon auch interessiert daran, dass uns vielleicht jemand hilft oder jemand daran Interesse hat. Ja. Ja, wahrscheinlich sowas wie GPL, muss ich mal gucken. Also müssen wir uns darüber unterhalten. Aber es soll halt eine freie Lizenz sein. Was halt im Moment, wo ich auch kein Hehl draus mache, im Moment kann man die Software noch nicht runterladen, eben weil das noch nicht so hundertprozentig klar ist. Es stehen zumindest mal die Präambels noch nicht überall drin, in den Headern und in dem Quellcode. Wir wollen halt nicht das Projekt, so wie es ist, irgendwelchen Firmen vor die Füße werfen, die dann vielleicht ganz andere Interessen damit haben. Also es geht nicht darum, was zu verheimlichen oder den Nachbau zu verhindern, was jetzt Studenten betrifft oder den Hobbyist betrifft. Es geht nur darum, diese Geschichte mit dem Dynamo ist in der Tat neu. Also es ist so, dass man im Moment kein Gerät kaufen kann, was das wirklich benutzt, sowohl zur Messung als auch zum Laden von Akkus und zur Versorgung, während der Akku schon voll ist und so weiter. Da gibt es eine Menge Detailprobleme, die alle gelöst werden müssen. Und das Lehrgeld, was wir jetzt hier zahlen, indem wir halt neue Prototypen bauen und neue Powerkonzepte uns überlegen, das sind halt Dinge, die sollen dann die Firmen, die sowas dann vielleicht jetzt kommerziell machen wollen oder direkt bauen wollen, das sollen die halt dann schon auch selbst bezahlen. Also das wollen wir denen halt nicht einfach so geben. Das wird halt so sein, wenn die Geschichte soweit ist, dass man die Geräte, dass es die halt gibt, dass sie frei da sind, dann werden auch die Schaltungen zum großen Teil veröffentlicht. Also es ist nicht so, dass wir das in irgendeiner Form dann, also wir wollen nichts verstecken. Ja, gibt es noch eine Frage vielleicht? Also die Frage ist, wie der Zusammenhang zwischen den, also grundsätzlich sind es grundsätzlich unabhängige Projekte, aber es ist so, dass diese Bibliothek, die jetzt für die ganze Sensorik zuständig ist, also die ganzen Sensoren auslesen kann und die ganzen Kommunikationen, die im Gerät laufen, kontrolliert, die lassen sich in beiden Betriebssystemen benutzen. Also es ist so, dass die Software, die wir letztendlich, die Anwendung, die wir haben wollen, die soll unter beiden Betriebssystemen laufen. Das ist halt vom Build-Vorgang ein bisschen sich unterscheiden, weil eben der Ubiquos-Kernel ein Exo-Kernel ist, das heißt, drangelinkt werden muss an die Applikation. Unter Linux wird es dann halt einfach eine Bibliothek sein, die sich genauso verhält, aber eben nach einem etwas anderen Schema funktioniert. Aber das soll im Prinzip so sein, dass wir die Applikationen schon auf beiden Systemen haben wollen, in gewissen Grenzen. Also für Linux gibt es beispielsweise Grafikbibliotheken, also Grafik-Toolkits, die es, sagen wir mal, für den Ubiquos-Kernel so schnell nicht geben wird, weil das halt eine Menge Arbeit macht. Insofern wird es vielleicht dann schon auch mehr Linux-Anwendungen geben. Das ist auch okay so. Gibt da keine bestimmte Richtung vor, so diese Community springt ja auch in Linux. Ja, also wir appellieren einfach an die Fantasie der Entwickler. Also es ist halt so, dass wir uns jetzt auch nicht gesagt haben, hey, wir bauen jetzt einen Fahrcomputer und machen jetzt unbedingt ein neues Betriebssystem dazu. Es ist einfach so, dass es gewisse Merkmale halt gibt an Linux, die zwar für den Desktop-Bereich perfekt sind, aber die vielleicht für den Embedded-Bereich fragwürdig sind oder zumindest hinterfragt werden müssen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt alles selber machen wollen. Es ist einfach so, wenn man jetzt sagt, man will ein neues Betriebssystem schreiben, steht man heutzutage ziemlich
hat man eine schwierige Situation, weil halt die Hardware so umfangreich mittlerweile ist bei Desktop-PCs, dass es sich also als einzelner Person oder auch als Team von 3 Leuten oder auch als Team von 10 Leuten wirklich schwierig umsetzen lässt, das komplett durchzuziehen. Bei so einem Embedded-Gerät ist das ein bisschen anders. Da hat man ganz definierte Hardware, man kann sich da im Prinzip ein bisschen austoben. Insofern ist das auch so der Grund, warum wir beides machen und auch beides anbieten. Das heißt, wir wollen eigentlich wirklich beides weiterführen. Das ist so der Witz. Ja. Ja. Genau. Also ist geplant, das wird so sein, die Geräte, wie wir sie jetzt hier haben, sind wie gesagt Prototypen. Sollte es zu einer ersten Serie kommen, verfügt die erste Serie über eine modulare Backplane. Das heißt also, die Backplane ist letztendlich eine Platine, die im hinteren Teil des Gerätes für die Anschlüsse nach unten sorgt. So, und wenn man die tauscht und dort eine andere Signalaufbereitung macht, dann kann man das durchaus zum Beispiel auch im Motorradbereich einsetzen. Oder eben auch im Rennradbereich, wo man also einen normalen Sensor hat oder vielleicht einen Funksensor hat. Wobei ich jetzt sagen muss, bei diesen Funksensoren bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Es gibt halt diese bedrahteten Sensoren, sowas lässt sich noch recht einfach implementieren. Oder auch Trittfrequenz oder auch Leistungsmessung. Das sind alles Dinge, die da durchaus machbar sind. Im Moment ist es halt, wie gesagt, so, dass er vom Nabendynamo abhängt und wir das Gerät dafür gebaut haben, definitiv, dass es das tut, weil man eben bei Tourenrädern überhaupt noch nichts hat in dem Markt. Bei Rennrädern gibt es ja schon so den einen oder anderen Fahrercomputer, der da ganz gut funktioniert. Und da sind auch die Ansprüche ein bisschen anders, weil man fährt ja jetzt kein Rennen über 2 Wochen. Oder vielleicht entgeht mir da auch was. Aber im Normalfall ist es, so wie ich es kenne, ist es halt so, dass die halt einen Tag lang trainieren und dann das Ding über Nacht aufladen können. Das ist eben die Situation, die es bei diesem Gerät halt bei so längeren Touren nicht unbedingt gibt, weil man ja keine Steckdosen im Zelt hat oder so. Je nachdem. Das ist einfach so der Punkt. Aber grundsätzlich ja, also das wird es geben. Das wird definitiv so sein, dass man ihn auch nur aus dem Akku betreiben kann. Wie viel Watt nimmt ihr denn auf? Das ist eine gute Frage. Also die erste Version, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, die zieht zwischen 1 Watt bis 5 Watt. Das ist halt schon massiv für so ein Nabendynamo, wenn man zum Beispiel plant, auch noch eine Lampe damit zu betreiben. Das ist also eng. Das neue Powerkonzept braucht wesentlich weniger. Über genaue Werte kann ich da jetzt noch nicht so wirklich was sagen. Also was ich gemessen habe, sind wirklich 40% weniger locker, die da drin sind. Das heißt, auch der Akku hält entsprechend länger. Im Moment hält er so zwischen 2 bis 3 Stunden. Kann durchaus sein, dass sich das nochmal verdoppelt. Also das ist wirklich eine reine Softwarefrage, wie lange der Akku hält. Ja. Oder auch wie viel Leistung. Also man hat da die Möglichkeit, das Display zu dimmen. Man hat die Möglichkeit, den Audio-Chipsatz komplett auszuschalten, wenn man ihn nicht braucht. Genau das gleiche gilt für GPS. Man kann den Clock senken, also die Taktrate der Haupt-CPU stufenlos einstellen. Man kann den Speicher schlafen legen oder auch partiell schlafen legen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die alle machbar sind. Ja. Kommt ihr überhaupt auf den Backfahren? Ja, das ist in der Tat eine berechtigte Frage, weil das Gerät uns recht häufig abhielt davon. Aber ja, wir fahren ja 2 Wochen an die Ostsee mit dem Gerät, um zu testen. Und ein bisschen Urlaub zu machen. Ja, gibt es noch eine Frage vielleicht? Ja. Wie schwer ist es? Ja, also vielleicht 150 Gramm oder so. Also 150 Gramm vielleicht. Also es ist jetzt, sieht wirklich ein bisschen schwerer aus, als es ist, aber wir können das auch gern am Messestand oder so, dass es vielleicht mal in die Hand nehmen. Der Dynamo, da hängt ja davon ab, was man da genau für ein Exemplar kauft. Ich glaube, der hier, der wiegt irgendwie 300, 500 Gramm oder sowas, der SOM. Das ist nicht so erheblich. Der SOM muss man dazu sagen, also ich werde von der Firma nicht bezahlt oder so, aber der Dynamo ist halt wirklich einer der Dynamos, die man im Moment da bevorzugen kann auf dem Markt. Also der, was jetzt den Leichtlauf betrifft und auch das Verhalten unter Last betrifft. Also es gibt in der Tat da so paradoxe Geräte, die sich im Leerlauffall schwerer drehen als im Lastfall bei so Nabendynamos. Was gibt's? Der SON gehört nicht dazu. Das heißt also, man kann, also wenn man den unbelastet hat oder wenn der Biko sich einfach nur so versorgt, mit ab so 10 km/h ist das der Fall, dann merkt man das im Prinzip nicht. Ja, ja. Gut, also ich denke, von der Zeit her sind wir jetzt schon so ein bisschen am Anschlag, oder ich weiß nicht. Wenn es noch eine Frage gibt, jetzt noch oder vielleicht einfach am Messestand. Also wir sind dann heute auf jeden Fall noch am Messestand zu sprechen. Da kann man das Gerät auch nochmal in die Hand nehmen. Und ansonsten sind wir natürlich für so, ich
muss das jetzt vielleicht noch kurz zeigen. So Feedback natürlich dankbar. Also man kann sich vielleicht einfach eine Karte mitnehmen von unserem Stand oder auch einfach uns eine Mail schicken. Vielleicht dann wirklich zum Abschluss, jetzt muss ich wirklich blättern. Da waren wir schon. Genau, also wie gesagt, wir machen jetzt da weiter, aber jetzt im Prinzip wirklich der Dank an das Ubico-Team. Die Ramona haben Sie ja eben schon gesehen hier vorne, die hatte das Rad gedreht. Ein entscheidender Part des Ubico-Teams, wer uns noch ganz massiv geholfen hat, ist der Christian, der Chris, der auch hier ist heute. Der hat, ja, also wie gesagt, ohne die beiden wäre das alles so nicht machbar gewesen. Wie gesagt, wir sind ja nebenbei am Arbeiten. Und der Mann, den wir hier sehen, ist mein Chef von der Firma, wo ich arbeite. Der hat mich ganz intensiv unterstützt, was so bestimmte Bauelemente anging. Es ist schon klar, dass man so einen Arm 9 mit so einem BGA nicht bei Konrad kaufen kann. Also da gab es ein paar Sachen, die quasi, wo er uns also echt geholfen hat. Was gut wäre, wäre Feedback. Das heißt also, man hat ja jetzt ein bisschen was gehört und man hat auch was gesehen. Vielleicht nochmal am Messestand vorbeikommen und vielleicht unsere Webseite besuchen. Und wo wir uns natürlich immer drüber freuen, sind auch Mails. Also die beantworten wir dann auch zeitnah meistens. Wir machen auch eine Mailinglist. Also das heißt, wenn jemand wirklich interessiert ist, daran mitzuarbeiten oder vielleicht als Tester oder vielleicht auch einfach als jemand, der sowas unterstützen will und so ein Gerät kaufen will irgendwann, einfach hinschreiben. Wir haben eine Mailinglist oder sind dabei, eine aufzusetzen. Und dann gibt es dann also auch Updates, Informationen einfach dazu. Ansonsten würde ich mich dann einfach beim Publikum bedanken für das frühe Aufstehen und für das Zuhören. Und dann sind wir soweit durch eigentlich. Thank you.